Hallo und herzlich willkommen zu meinem Video. Ich bin Elke, unabhängige Stampin'-Up-Demonstratorin und möchte dir heute mal wieder ein Stempelset vorstellen. Und zwar das Stempelset Baum der Freundschaft. Das ist schon ein paar Jahre immer wieder in den Stampin'-Up-Katalogen zu finden. Und es ist wirklich ein wunderschönes Stempelset, um das ich lange herumgeschlichen bin. Und jetzt hat es endlich Einzug erhalten in meinen Bastelreich. Du kannst damit wunderbar Karten über das ganze Jahr gestalten. Du kannst frühlingshafte, sommerliche, herbstliche und winterliche Karten gestalten. Und heute möchte ich dir eine herbstliche Idee damit zeigen. Ja, das Baum der Freundschaft Stempelset ist wirklich, wirklich schön. Also, ich finde das Fahrrad süß, die Zubehörsachen quasi sind schön, der Baum ist einfach toll und hier hast du halt die Möglichkeit, Laub zu gestalten, einen Untergrund zu gestalten und auch die Sprüche finde ich wirklich schön für Freundschaft, sodass man jemandem mal einen schönen Gruß schicken kann. Und ich finde auch diese Karte, kannst du das erkennen? Ja, die finde ich halt auch super, super schön. Wenn dich das mal interessiert, wie du so eine schöne Karte gestalten kannst, schreib mir das gerne mal unten in die Kommentare. Dann kann ich dir gerne auch mal mit dir zusammen oder dir ein Video dazu drehen, wie du so eine schöne Karte gestalten kannst. Ja, dann starten wir jetzt mal durch. Den Katalog lege ich mal zur Seite. Und zwar habe ich mir einfach mal wieder die Kartenbasis klassisch in dem flüsterweißen, extra starken Farbkarton zugeschnitten. Das ist so in der Ausrichtung 21 und so 14,5. Und dann habe ich das hier bei der Hälfte bei 10,5 halt gefalzt und kann das jetzt einfach zu einer Klappkarte knicken. Einen Moment. Ups, da gehe ich natürlich gerne nochmal mit meinem Falzbein drüber. Dann kann ich das immer besser festhalten und hier nochmal richtig schön falzen. Das ist also unsere Grundkarte. Und ich habe jetzt noch einen Aufleger gemacht, den ich hier mit einem kleinen Abstand draufsetze. Ich finde das erstens sehr elegant, weil man hier nochmal so Ton in Ton halt trotzdem einen Absatz hat. Man kann natürlich die Karte dann auch mit etwas Abstand draufsetzen. Und was natürlich auch ein absoluter Vorteil ist, wenn es mal mit dem Stempeln komplett daneben geht, kann man halt den Aufleger einfach nochmal neu gestalten und hat nicht gleich die Grundkarte versemmelt. Das ist auf jeden Fall immer eine gute Idee, wenn man sich nicht so ganz sicher ist, ob das halt wirklich alles so hundertprozentig passt. Könnte man natürlich auch direkt auf die Karte stempeln, aber es gibt dem Ganzen nochmal so das gewisse Etwas. Und jetzt nehme ich mir als erstes den Baum aus dem Stempelset. Du siehst, das ist ein Klarsichtstempel. Da nehme ich mir auch nochmal die Stempelunterlage drunter. Und gehe jetzt mit Wildleder ans Werk und stempel mir den Baum einmal in Wildleder auf die Karte. Den setze ich mir hier so an die Seite. Ich gehe noch mal rein, weil ich habe gerade gesehen, da war eine Stelle, ist bei dem Baum jetzt vielleicht auch gar nicht so wild, wenn das nicht so hundertprozentig ausgefüllt ist. Und dann setze ich mir den hier schön auf eine Seite, lasse ein bisschen Platz hier unten, da werde ich noch mal den Untergrund ein bisschen gestalten. Gebt dem ganzen Moment Zeit, dass das einfach einziehen kann. Hier ist das jetzt nicht so perfekt geworden vom Abdruck, aber das macht nichts, weil wir ja da auch noch die herbstlichen Blätter draufsetzen. Von daher überhaupt kein Thema. Und dann nehme ich mir nochmal das Stempelset, das Stempelkissen in Schiefergrau und möchte heute noch die Schaukel einfach da dran setzen an den Baum. Dann hoffe ich, dass es jetzt gut wird. Ja, ein bisschen schief.
Macht aber, finde ich, nichts. Ja, dann kann ich die schon mal schließen. Ich denke mal, ich werde mit dem Wildleder vielleicht nachher noch den Gruß draufstempeln. Aber erstmal fangen wir jetzt an mit dem Herbstlaub. Und ich habe mir überlegt, dass ich da einfach nochmal dir die Feuchttuchtechnik quasi zeige. Also ich nehme hier einfach so ein handelsübliches Feuchttuch, was du halt bekommst. Man sollte eigentlich darauf achten, dass man die mit Aloe Vera nicht unbedingt nimmt. Meins hat jetzt mit Aloe Vera drin. Ich werde aber meinen Stempel hinterher einfach gut reinigen mit dem Stempelreiniger von Stampin' Up. Und ich denke, dann sollte das einfach kein Problem sein. Und ich lege mir dieses jetzt hier einfach mal auf die Silikonmatte, einfach nur, damit ich einen Untergrund habe, den ich abwaschen kann, der nicht durchsuppt, denn ich arbeite mit Nachfüllern. Ich habe dazu auch schon mal ein Video gemacht in der Celebration, das verlinke ich dir gerne, wo ich den Pfau, also den Federschmuck quasi des Pfaus mit dieser Technik gemacht habe. Und ich habe mir heute einfach so eine bunte Mischung von Farben genommen, die ich denke, die für herbstliche Töne einfach super gut passen. Aber bevor ich das jetzt starte, mache ich einmal kurz diesen Stempel sauber. Da nehme ich mir unseren Stempel. Ups, wo habe ich meinen Stempel? So, jetzt haben wir es. Das ist hier einfach dieser Stampin' Scrub, der Reiniger für die Stempel. Der ist natürlich super. Ich gehe mal aus dem Bild, weil ich möchte jetzt hier nicht die Flüssigkeit, den Reiniger, auf mein gestempeltes bekommen, weil das könnte den Stempel dann, also den Abdruck halt verschmieren. Und dann reinige ich das einmal auf der einen Seite, die andere Seite, da kann man es nochmal schön trocken putzen. Und so hast du den Stempel ganz schnell gereinigt und kannst ihn wieder in der Schachtel verpacken. Und ich brauche nämlich jetzt natürlich das Herbstlaub. Und dafür brauche ich natürlich auch einen recht großen Stempelblock, weil das halt genauso groß ist. Das ist einmal das komplette Laub. Jetzt zu Beginn des Herbstes ist es ja noch, da verfärbt sich das Laub ja gerade und es fangen so ein paar die ersten Blätter an zu fallen. Deswegen habe ich mir auch dieses kleine hier aus dem Stempelset, ich zeige es dir nochmal. Also das hier nehme ich jetzt und hier diese kleinen Blätter, die lasse ich dann ein paar auf den Boden fallen. Aber im Moment ist es ja wirklich noch so, dass die Bäume ja noch eigentlich voll Laub sind und das sich jetzt langsam verfärbt. Deswegen werde ich jetzt sehr viel mit Farngrün arbeiten, weil so richtig doll herbstlich haben wir es ja noch nicht, sondern so ein bisschen fängt es jetzt ja an. Also sind noch grün, aber färben sich so langsam gelblich und braun. Deswegen nehme ich jetzt hier einen Gelbton und mische das so ein bisschen drüber. Und nehme einen Hauch von Rot, was ich hier so ganz minimal reinsetze in das Orange. Da habe ich jetzt Calypso genommen. Also ich habe Calypso und das hier ist Safrangelb und Farngrün. Das ist so aus der Reihe der Pastelltöne. Und dann nehme ich mir aber hier nochmal auch noch ein bisschen von dem Wildleder und setze da nochmal so einen Hauch hier auf das Gelb. Da mache ich nur ganz wenig. Und nehme nochmal von dem Savanne ein bisschen. Also dass das dann nochmal ein bisschen mehr bräunlich ist. Da gehe ich einfach hier in die Löcher. Und dann habe ich jetzt hier so ein eine gute Mischung hoffentlich und gehe da einfach jetzt mal mit meinem Stempel drauf und bekomme jetzt die Farbe an den Stempel. Man sieht das gar nicht so doll, aber so ein bisschen ist da jetzt drauf und setze das mal hier auf meinen Baum.
super schön. Und ich gehe einfach jetzt noch mal ein zweites Mal da drauf. Und nehme noch mal ein bisschen Farbe auf. Und gehe hier noch mal drüber. Und jetzt nehme ich mir einfach noch mal diese kleinen, weil ich möchte einfach noch mal ein bisschen mehr Grün draufsetzen. Und gehe da einfach so in die Stellen, wo ich Grün und Braun habe. Und nehme noch mal Farbe auf. Und dann wollte ich jetzt schon ein bisschen das herbstliche Laub runterfallen lassen. Das ist natürlich dann eher Braun und Gelb. Rot. So, und dann gibt es in diesem Stempelset noch dieses hier. Das nehme ich jetzt für den Untergrund, also quasi für, ich reinige mir das einmal, weil den habe ich noch gar nicht benutzt. Das kann auch daran liegen, also deswegen ist vielleicht hier der Abdruck auch nicht so extrem satt geworden, weil ich dieses Stempelset wirklich recht neu habe und noch nicht komplett benutzt habe. Und dann gehe ich hier einfach mal so auch wieder in die Farbe und dann habe ich hier, ich versuche jetzt hier möglichst viel Grün aufzunehmen, aber so ein bisschen Rot und Orange ist da auch dabei und dann wird das meine Wiese, wo halt dann auch schon ein bisschen fleckig das Laub vielleicht runtergekommen ist. Das gefällt mir wirklich schon sehr, sehr gut. Und jetzt nehme ich noch den Spruch, du tust mir gut. Ich muss gerade mal schauen, welcher das ist. Dieser hier. Ups, Entschuldigung. Du tust mir gut. Das Schöne an diesen Klarsichtstempeln ist natürlich, dass man schön durchgucken kann. Und die schön positionieren kann. Und da nehme ich tatsächlich jetzt auch, ich stempel es einfach flach da drauf. Das könntest du natürlich jetzt auch auf ein Kärtchen machen und das nochmal drüber setzen. Mache ich das, mache ich das nicht? Nein, heute kommt mal eine ganz schlichte Karte mit einem Du tust mir gut. Sehr schön. Ich mag diese Schrift auch. Wunderschön. Das ist wie Handschrift. Ich mag es wirklich sehr gerne. So, dann lege ich das hier mal kurz zur Seite. Das kannst du natürlich noch mal öfter benutzen. Da kannst du also mehrere Karten mitmachen. Aber ich möchte da jetzt natürlich nicht reinditschen, während ich jetzt hier die Karte zusammenbaue. Ich hänge auch das Stempelkissen natürlich zu. Den Nachfüller ein bisschen zur Seite. Und dann nehme ich mir meine Grundkarte. Hier könntest du natürlich, wenn du möchtest, auch noch mal ein paar Farbakzente innen reinsetzen. Aber ich lasse es jetzt einfach so, wie es ist. Und setze mir da meine Karte rein. Und wenn du sie mit der Post verschicken willst, also entweder setzt du sie ganz platt, so wie ich jetzt dann mit dem Snail auf die Karte. Oder wie gesagt, du könntest auch Dimensionals nehmen. Das ist natürlich dir komplett überlassen. Wie dir das gefällt. Und dann setze ich mir das hier nur schön auf die Grundkarte. Gucke, dass ich den Abstand gleichmäßig habe. Dann kriege ich das nochmal so richtig. Ja, nicht so ganz so toll.
Da muss ich noch mal gucken, dass der Abstand hier richtig gleichmäßig ist. Dann klebe ich das noch mal drauf. Und fertig ist, finde ich, eine wirklich schöne herbstliche Karte. Sehr schlicht, ganz sicher. Man könnte da natürlich jetzt noch mal das, wie gesagt, hier nochmal den Schriftzug vielleicht auf einen extra Papier machen, dann vielleicht noch ein bisschen Goldgarn drunter zwirbeln. Dann hat man das nochmal ein bisschen aufgepeppt. Aber ganz ehrlich, ich mag solche schlichten, schönen Karten, die einfach selbst gestaltet sind. Das kommt halt auf den Spruch ja auch an und auf den Gruß, den man da reinsetzt. Ja, das ist meine heutige Idee, nochmal halt mit der Feuchttuchtechnik. Und dieses wunderschöne Stempelset Baum der Freundschaft. Ich würde mich freuen über einen Daumen hoch. Und wenn du Interesse an den Stampin' Up! Produkten hast, melde dich gerne bei mir. Du kannst die über mich bestellen, falls du noch keinen Demonstrator hast, der dich betreut. Ja, und dann wünsche ich dir auf jeden Fall eine gute Woche. Hoffentlich Zeit zum Basteln. Jetzt, wo der Herbst beginnt, kann man sich ja auch mal wieder wirklich in sein Stempelzimmer zurückziehen oder sich ein bisschen Zeit dafür nehmen. Und ja, dann wünsche ich dir alles Gute und freue mich, wenn wir uns nächste Woche sehen. Tschüss!